Hallöchen zusammen, willkommen wieder zurück bei meinem Lieblingsteil in FIFA 16, dem Foot Online Draft. Ja, ne? Ist natürlich so eine Sache mit dem ganzen Ding, genau, Online Draft bin ich drin, passt. Ja, hauen wir es einfach mal wieder an. Probieren wir mal das Gute hier. Ja, und dann schauen wir da mal. 4-2-2-2, das passt eigentlich, würde ich meinen. Hm. 4-3-3 defensiv, schade. Das Ding hier offensiv wäre mir bei weitem lieber. Ja, dann machen wir halt das. Jupp. So, ja, ganz klar. Messi und Ronaldo. Ja. Nehmen wir halt hier erstmal Ronaldo, ne? So. Dann können wir den ja hier einfach mal schon mal dahin. Was? Nicht mit einer leeren Position tauschen. Ach so, das war jetzt einfach nur der Captain. Na gut. So, ja, toll, da fängt es natürlich jetzt schon mal an, ne? Naja, dann nehmen wir halt den. Also, achso, die können ja nachher bloß umtauschen, oder was? Ja. Stimmt, so war ja das. Oh Gott. Hm. Ja, das hier bringt mir natürlich jetzt alles nicht wirklich viel, ne? Naja, nimm mal Fletcher, oder? Hm. Ne, nehmen wir den. So. Was haben wir jetzt hier? Ein 84er wäre natürlich nicht schlecht. Hm. Ja. Das sieht alles wieder scheiße aus. Och Mann. Ja. Nehmen wir halt immer die stärksten in so einem Fall. So, da geht auch nichts. Nee. 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 Oh Mann. Ja. Ne? Das ist wieder klasse. Lahm. Ja. Okay, der natürlich jetzt zu den zwei. Ja, gut, da wird es halt Matuidi. Tja. Na, ja, Müller. Ja, komm mal Zeus, nehmen wir einen Müller. Einfach nur so, ja, da steckt Bayern Herz wieder höher. Das muss. Na, der wenigstens gelb. Ja, dann war es der hier, ne? Ne, der. Ja. Oder orange. Nein. 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 Wohl doch so halbwegs war das ja. Ja, dann halt da. So, was haben wir hier noch? Da geht's ganz gut. Da nur halb, da gar nicht. Auch nicht. Das mit dem hier. Aber dann eher der hier, ne? Ja. Er hier. So, nope. Nope. Na, einmal orange. Und nochmal orange. Hm. Ne, nehmen wir immer noch mit nach vorne. So, wenn er mal ins Torwart. Nope. 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 Sehr schön. Ja, nehmen wir einfach das Ding. So. Wer kommt jetzt hier noch? 77er Torwart. Ja. Nehmen wir einfach den. Relativ Hupe. 82er Innenverteidiger. Ja, da nehme ich jetzt einfach wieder die höchsten. So, den hier. Den da. Ah ne, war nur 84. Ach, egal. Yep. Und da ja. So, den kriegen wir jetzt hier dann noch.
schönes. Ach, der Kiesling. Oh, Neymar. Ja, gut, da wollte ich wohl gar nicht lange überlegen. Ja. Reus. Und ja, Nolito. So. Reus 87. Machen wir den hier mal gegen den hier. Neymar machen wir auf jeden Fall mal da rein. So, dass der jetzt auch mal hier endlich drin ist. So. Genau, dann haben wir jetzt noch einen Stürmer, bringt mir aber nichts. Ich habe jetzt aber auch keine Landskollegen mehr oder weniger hier drin. Ich höchstens den da noch. Nee. Nö, könnte eigentlich so halbwegs passen, ne? Chemie 53, scheiße. Naja, da hier Manager fehlt ja noch. 54, 54, 56, 54, 54. Also den hier. Zack. Gut. Haben wir den drin. Ja, schöne Bewertung. Dann hauen wir das Ganze mal an, wa? Würde ich meinen. Jupp, passt ja. So, dann mal gucken, ob ich hier mit Neymar, Reus, Müller. Alter, also wenn man das so sieht hier von den Männern her. Eieiei. Jupp, das ist eigentlich so an sich ein ganz gutes Team, ne? Ja. Der Kader ist so ein bisschen ein paar Euros wert. Dip. Jetzt halt immer nur wieder das hier, ob ich jetzt einen schlechteren finde. Wie ich. Am besten noch viermal hintereinander. Hä. Wenn er natürlich hier erstmal noch einen findet. Dip. Also 10 Sekunden warte ich mal noch ab. Wenn bis dahin nichts sein sollte, starte ich die Suche mal nochmal neu. Ja, die Abwehr passt eigentlich auch so halbwegs. Ja, bisher passiert da nichts, also brechen wir es einfach mal ab. Und nochmal. Spielt es überhaupt noch einer? Wäre schlecht, wenn nicht. Tja, ne? Na komm schon. Was soll wohl irgendein finden hier? Gibt's doch nicht, dass es keiner mehr spielt. Käse und Kack, muss ich echt mal so sagen. Oh! Bomberissimi. Ja, passt. So, dann schauen wir mal. Oh, okay. Eindeutig bessere Teamchemie. Ja. Ja. Alter Falter, 4-1-2-1-2. Na dann. Kann ja nur nichts werden. Also super hier wieder. Und da sehen wir, mit welchem Personal die Heimmannschaft heute ins Spiel geht. Sie wollen in dieser Partie mit einem. Das ist gefährlich. Es gibt Freistoß. Ach. Ja, war klar, Ronaldo.
Jetzt kommt der Freistoß. Da scheitert er an der Mauer. Lol. Geil. Sehe ich jetzt gerade auch seinen Teamnamen hier. Lol. Und jetzt wird es Einwurf geben. Schnell ausgeführt, dieser Einwurf. Hey. Neymar am Ball. Na, na, na. Hä? Oh, es kriegt den Spieler wieder nicht rein. Auch geil. Jetzt Müller. Und nun Ronaldo. Ey. Jetzt hat er den Ball. Alter. Rustikal. Ja, genau. Aber da kann er die Verwarnung noch stecken lassen. Nein. Und jetzt haben sie den Ball. Nun Isco. Nein. Ach Mann. Den Zweikampf muss er jetzt annehmen. Da reichen mahnende Worte. Das Spiel hat ja eben erst begonnen. Jetzt Ronaldo. Mann. Ich, der pfeift aber hier kleinlich hier. Er treibt den Ball nach vorne, ein starker Sprint. Ronaldo am Ball, das könnte gefährlich werden. Und damit ist der Ball weg. Ronaldo! Bam! Na also. Geht doch. Und der Treffer hier vom Captain. Ja, da ja, übernimmt ja, er ja die Verantwortung und ist selbst erfolgreich. So musst du sehr als schön Kapitän auftreten. Sie sind jetzt also. Ach, sehr gut. Jetzt hör doch mal auf. Freistoß. Nee. Wir spielen den Freistoß schnell. Den muss er besser verteidigen. Jetzt nimmt das alleine mit allen auf. Nein. Na. Schade. Trichovia. Gut, aber 1-0 ist immer noch keine sichere Führung. Vor allem, weil der auch nicht gerade so schlecht ist. Jetzt könnte der Kerl hier. Macht er ihn. Gute Aktion vom Deuter. Hui, okay. Extra. Na dann. Douglas Costa. Nächste Ecke, oder? Ja. David Luiz am Ball. Ja. Klar, Freistoß gibt's und vielleicht noch mehr. Giri zeigt jawohl gelb. Er hatte einen guten Blick auf die Szene. Das geht, wie ich finde, in Ordnung. Nein. Jetzt haben sie den Ball verloren. Reus. Okay, das ist natürlich doof. Douglas Costa, das wäre der Ausgleich gewesen. Okay. Marco Reus am Ball. Ich das immer hasse. Den Angriff blockt er ab, klasse aufgebaut. Ui, lol. Das Abspiel war nicht gut. Gut, das war jetzt hier so nicht geplant. Jefferson. Boah, nee. Douglas Costa jetzt. Super durchgesetzt. Jetzt Ronaldo am Ball. Hä? Entscheidet er auf Foul. Es gibt Freistoß. Los, gelb. Das gibt eine Verwarnung. Gelb ist angemessen. Nochmal eine. Nimm mal den. Und jetzt Isco. Nun Ronaldo. Sie haben den Ball. Der hat schon gelb, Schiri. Und Matuidi.
Matuidi! Da kann er stehen bleiben. Der Ball fliegt genau in seine Richtung. Da kommt er für Freistoß und kommt vielleicht sogar noch eine Karte. Natürlich muss er da abpfeifen. War ein Foul. Ja, alter Falter. Ja, sammelt der Karten? Sie kämpfen um den Ball. Marco Reus. Da kommt der Schuss. Nein. Gemacht, stark geblockt. Gut gemacht, gutes Deckling. Nein. Rakitic. Çalhanoğlu. Ach, der Çalhanoğlu. Schiedsrichter entscheidet auf Freistoß. Ja, jetzt kriege ich aber eine gelbe. Es gibt die gelbe Karte. Für mich zu hart, diese Entscheidung. Ein Foul ja, war es. Ganz klar. Viel zu hart. Hätte man daraus nicht machen müssen. Gefährliche Position und gefährlicher Versuch. Knapp vorbei. Das wäre richtig eng geworden für den Keeper. Nun Ronaldo. Jetzt setzt na er los. Sich durch und bleibt am Ball. Boah. Rakitic jetzt am Ball. Nachspielzeit wird angezeigt. 5 Minuten gibt es noch als Nachschlag. Was? Wofür denn das? Rakitic! Den Ball. Na. Schuss von Reus! Mit der Ecke Mann. Könnten Sie den Ausgleich schaffen. Nochmal eine Scheißecke. Ich will auch mal wieder eine. Hatte ich schon eine? Nee. No, spiel doch. Er wirft sich in den Schuss, das war wichtig. Nein, Halbzeit. Kacke. Naja. Aber immerhin. Der Ball rollt, die zweite Hälfte läuft. Oh, hätte sie sich schießen können. Oh, lol. Und Koscielny. Und Neymar. Das war schlecht vom Abwehrspieler. Gute Ballführung. Und das will er jetzt alleine machen. Cristiano Ronaldo. Passt. Ein fantastisches Tor. Geil. Puh, wobei ich den zwar jetzt hier so im Real Life technisch nicht abkann. Aber jetzt hier hätte der mir, glaube ich, den Arsch. Abgezeichnet. Vielleicht war der Gegner dann einen Moment doch nicht aufmerksam genug. Das 2-0. Führung ausgebaut. Mal sehen, ob sie so weitermachen. Er hat den Ball. Gutes Tackling. Der Angriff könnte was werden. Marco Reus. Ganz knapp vorbei. So ganz geht. Sie sind optisch überlegen. Haben auch, das sehen wir hier gerade, häufig aufs Tor geschossen. Aber trotzdem können sie nicht. Er ist ja klar. Wer Hilfe. Oh, ich das immer hasse. Wechsle ich den aus? Der ist nämlich relativ gefährlich. Ach nee. Passt ja. So. Ja, Wolf. Du musst die Dinger machen. Du musst die Chancen nutzen. Boah. Da steht gut. Er gut, er kann dazwischen gehen. Nein. Neymar. No. Und Rakitic. Verdammt. Çalhanoğlu. Hört auf. Was sind das jetzt? Douglas Costa jetzt. Sauberes Tackling und so haben sie jetzt Ballbesitz. Marco Reus! Nein! Kacke! So, jetzt habe ich ihn. Wie viele Ecken gab es heute? Das eine Ecke. Im statistischen Vergleich. Eine klasse Ecke, aber leider der Abschluss fuck. Nicht annähernd so gut. Ja,
und guck, Wolf, entsprechend schade. Ärgert er sich auch. Das war eine richtig gute Gelegenheit. Schade, 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 schade. Und nun Matuidi. Nein. Oh. Rakitic. Das macht er gut. Jetzt könnte es klappen. Çalhanoğlu. Nein. Fuck. Ja, da hat er sie den Anschlusstreffer, verdammt. Sie lagen schon deutlich in Rückstand, aber jetzt haben sie den Anschlusstreffer geschafft. Und das gibt Rückenwind, das kann ich dir sagen. Plötzlich geht alles wieder ein Stück leichter und der Ausgleich ist in Sicht. 2-1, hier ist noch alles drin. Finde den Mitspieler. Da nimmt er den Ball ab, sehr gutes Tackling. Abgeklärt gemacht hier mit der Hacke. So. Das Abspiel war nicht gut. Einwurf für den Gegner. Nur ein Pisscheck. Ne. Schöner Pass. Mit dem Foul verhindert er Schlimmeres. Penner. Weiter. Und tschüss. Eine richtig dumme Aktion. Jetzt sieht er rot. Überflüssig, vielleicht übermotiviert. Auf jeden Fall ein Foul und ein rotwürdiges dazu. Ganz souverän hier vom Torhüter. Verdammt. So, natürlich kein Problem. Er holt Verdammt. Sich den Ball. Wieder falsche. Das gibt's jetzt nicht. Spiel doch aus bei denen nur mit dir an. Jetzt Müller. Nein. Das ist, der ist auch überall, ne? Dieser David Luiz. Jetzt Cristiano Ronaldo. Mann. Nicht sauber gespielt. Die Kugel ist weg. Er Hä? Steht im Abseits. Gut gesehen. Ach, lass doch laufen. Oh. Miranda jetzt. Da verlieren sie den Ball. Ich komme her, ich nehme nach vorne. Gibt's jetzt nicht. Jetzt kann er sich den Ball zum Einwurf holen. Also das muss man einfach besser können. So ist der Ball gleich weg. So. Alter. Jetzt sind sie am Ball. So, das Spiel geht jetzt in die entscheidende Phase. Passiert hier noch was? Buschi. Auf jeden Fall ist es extrem eng und spannend und die Fans merken auch, dass jetzt nochmal Unterstützung gefragt ist. Also der hier spielt wohl öfters in der englischen Liga oder so. Er kommt an den Ball. Und jetzt der Schuss. Und jetzt haben sie Pech bei diesem Versuch. Ach, der war wirklich knapp. Und das bei dem Spielstand. Jetzt Müller. Thomas Müller ist auch ein extrem unangenehmer Gegenspieler. Ja, der Kerl gibt keinen Ball verloren. Und da ging er unfair rein. Und deshalb Freistoß. Jetzt schauen wir mal kurz auf die Foul-Statistik. Hä? Genau, das ist durch mich durchgelaufen, oder was? Gut gemacht, den Ball holt er sich. Da pfeift der Schiedsrichter und hier muss er auch Freistoß geben. Ja. Na komm, mal hin. Jetzt ist die Gefahr vorbei, der Torhüter hat den Ball. Passt, da mal ein bisschen abwarten, wa? Jetzt am Ball. Ach, da ist noch einer, den habe ich jetzt gerade überhaupt nicht gesehen. Gerade angezeigt. Kein Zweifel, das ist Freistoß.
Nehmen wir den hier. Und Müller. Und jetzt nein. Ist der Ball geklärt. Sehr schön. Passt. Geil. Es bleibt beim gut. Der hat aus dem Match gewonnen. Passt, würde ich meinen. Weiter. Genau. Ja, ne? Das haben wir. Dreh noch to go. Sehen wir dann, wie es beim nächsten Mal weitergeht. Und bis dahin, sei mal schon mal. Vielen Dank fürs Zuschauen. Haut rein. Wünsche euch was. Ne? Schönen Abend noch. Servus.